Grüß Gott und hallo, liebe Drehorgelfreunde. Heute ein Meisterwerk der damaligen Epoche Vivaldis. Das Gloria. Der erste Satz, er schwillt an zum Forte Fortissimo. Man hört die Violinen, die Trompeten, das Orchester ist braust auf, der Chor ergibt alles. Power bis zum Fortissimo. Und das Stück, als wäre die Rolle direkt für diese Orgel gemacht. R31 103 aus Überlingen, eine Raffin, gut 30 Jahre alt. Und die Rolle, dieses Jahr hergestellt von Wittmann, Österreich in der Nähe Wiens. Das ist eine Symbiose. Schon fünfmal, seit ich sie vor Ostern erwarb, diese Rolle, kam sie zum Einsatz. Auf dieser Orgel, wie auch auf meiner Stüber-Trompeten-Orgel. Beide Drehorgeln, wunderbar, zu diesem Stück passend, das Stück wie für diese beiden Drehorgeln gemacht. Ostern als Präludium in einer Andacht, dreimal Maiandacht zu Ehren der Gottesmutter, Einweihung letzten Sonntag im Mai, auch des orientalischen Gartens in der Nähe, der mehrere Terrassen hat. Auf der zweiten stand ich unten, die Andachtsteilnehmer bei der Einweihung, und dieses Stück schmetterte aus einer meiner beiden Orgeln. Die Leute sagten, passende Auswahl, so ein grandioses Stück. Der ganze Garten war erfüllt mit dem Violinen- und Trompetenklang. Und jetzt viel Freude, viel Spaß. Vivaldi, der erste Satz, Gloria in excelsis Deo. Thank you.